zweite Jahreszeit des Herbstes, der Vollherbst. In dieser Jahreszeit ist Basteln angesagt, denn nicht nur die Früchte der Kastanie fallen vom Baum, auch Eicheln, Buchen und viele bunte Blätter wollen gesammelt und verbastelt werden. Aber man kann natürlich nicht nur damit basteln. Es werden jetzt auch viele Wurzeln ausgegraben und eingelegt. Und wie könnte es anders sein? Die Zeigerpflanze des Vollherbstes sind die Früchte der Rosskastanie. Die Früchte der Rosskastanie hat wohl jeder schon einmal in seinem Leben gesammelt und damit tolle Sachen gebastelt. Kastanienmännchen oder kleine Igel aus den stachligen Hüllen. Kaum einer kennt aber die Verwendung als Mittel gegen Verstauchung, Muskelkater oder Prellung. Dazu muss man die Kastanien trocknen und wenn sie getrocknet sind, kann man sie in ein Säckchen einlegen, ähnlich wie bei einem Kirschkernkissen. Wenn man sich verletzt hat und merkt, oh, das tut weh, dann einfach kurz im Backofen erwärmen und auflegen. Aber natürlich wie immer der Hinweis, wenn es nicht besser wird, lieber zum Arzt. Und was auch viele nicht wissen ist, mit Kastanien kann man auch seine Wäsche waschen. Wie bei allen anderen Jahreszeiten auch, gibt es jetzt noch einiges, was blüht, einiges, was gesammelt werden kann und einiges, wo man besser die Finger von lässt. Fangen wir mit der Fetthenne an. Bei der Fetthenne habe ich immer wieder gehört oder höre ich immer wieder, dass es Leute gibt, die essen. Ich kenne das eigentlich nur, dass sie leicht giftig ist und empfehle deshalb immer Finger weg. Der Spitzwegerich, wenn er so aussieht wie auf dem Bild hier, dann blüht er. Wenn man vorab, bevor der blüht, die Knospen abnimmt und sie in Essig einlegt, hat man was wie Kapern. Aber man kann auch, so wie er auf diesem Bild blüht, den Spitzwegerich einfach ernten und ihn in der Pfanne anbraten. Schmeckt wie Champignons. Ganz lecker. Das dritte sind die Brennnesselsamen. Und auch die Brennnesselsamen kann man in dieser Jahreszeit sehr gut ernten. Und wenn man die ein bisschen in einer Pfanne ohne Butter, ohne Fett, ohne alles anröstet, das ist eine Köstlichkeit. Das kann man entweder frisch über den Salat kippen oder einfach über Kartoffeln streuen. Wirklich, wirklich lecker. Sollten Sie mal probieren, das schmeckt richtig gut. Das Foto zeigt eine der schönsten Beschäftigungen im Herbst. Nach einer großen Runde um einen See, dieser hier ist in der Nähe von Zülpich, kann man sich hier hinsetzen und kann den Wildgänsen zuschauen. Und wenn man Glück hat, dann kommt sogar eine, um mal zu schauen, ob es auch was zu fressen gibt. Am Ende des Vollherbstes kann man sagen, der Sommer und die Wärme ist endgültig vorbei. Und jetzt kommt die dunkle Jahreszeit. Und die Zeigerpflanze des Spätherbstes hat ihre Blätter schon schön braun gefärbt. Und wenn die Blätter fallen, dann... Das war sie, die nächste Jahreszeit des phänologischen Kalenders. Vielen Dank, dass Sie sich das Video bis hierhin angeschaut haben. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder hinterlassen Sie mir doch sehr gerne einen Kommentar.